Test Schwaben im Gebrauchtwagentest mal wieder ein Auto für unter 1000 Euro. Diese Mercedes E-Klasse hat hinter sich ein E211. Wir haben hier einen E230er T-Modell aus dem Jahr 1997 mit bereits 199.000 oder 200.000 Kilometer. Die Kilometerstandsleistung ist relativ wenig bei diesem Benziner, aber der Zustand ist wirklich katastrophal. Der hat ringsum Rostplatten. Hier rostet er bereits auch. Ja, und hier sieht es ganz schlimm aus. Das ist wirklich schon durchgerostet hier. Oh je, das ist schon komplette Dings unterrostet. Das sieht richtig schlimm aus bei der E-Klasse. Die gammeln komplett an den Schwellern durch, Batteriekasten, Unterboden, alles Katastrophe. Wer ein Auto für unter 1000 Euro bei der Mercedes E-Klasse der W210 Baureihe ergattert und denkt, oh, jetzt hat er einen Glückstreffer gemacht, super Auto, kann man gut weiterverkaufen, er sieht sich getäuscht, denn die Kisten sind meistens sowas von durchgefault, dass man sie echt nur noch für den Export verwenden kann. Dieses Fahrzeug ist entweder schrottpressenreif oder für den Export geeignet. Hier rostet er am Tankdeckel. Ja, das Problem war damals unzureichende Konservierung und auch Probleme bei der Umstellung dieses Wassersoftlacks, dieses Wasserlacks, Wasserbasislack. Dazu fand man in den Tauchbädern Bakterien seinerzeit. Ein Riesenproblem. Die E-Klasse fing dann nach 5 Jahren so heftig an zu rosten, dass Autobild eine Reportage über die Rost-E-Klasse herausbrachte. Und heute sieht das alles so übel aus. Eine Riesenkatastrophe für einen Premium-Hersteller wie Mercedes-Benz. Dieses Modell hier, ein 230er Avantgarde, ist in allen Ecken durchgefressen vom Rost. Das ist die schlimmste Schwachstelle bei dieser Baureihe. Sonst kommen ja noch die typischen Schwachstellen wie Lenkgelenke, diese ausgeschlagene Lenkgelenke, defekte Automatikgetriebe waren auch so ein Riesenproblem, Elektrikprobleme. Aber der Rost ist eine Katastrophe bei dieser Baureihe. Wer heute so ein Fahrzeug für unter 1000 Euro, wie gesagt, sieht, sollte lieber die Finger weglassen. Denn allein das Entrosten kostet und neu lackieren kostet hier nochmal 1000 Euro. Hier müsste man das komplette Auto schleifen, neu lackieren in allen Lackschichten, dann konservieren. Das lohnt sich alles nicht. Wer eine E-Klasse findet ohne Rost, okay, aber eine so verrostete E-Klasse, wie sie hier steht, die ist entweder für den Export oder für die Schrottpresse geeignet. Hier sieht man es nochmal eindeutig. Die hat hinter sich, schauen wir mal auch einen Blick unter das Auto, dieser wunderschön, dieser wirklich hinter sich gelassenen Daimler-Benz-Baureihe. Hier sieht man es auch, der hat deutliche Roststellen. Ja, so Mercedes E-Klasse für unter 1000 Euro, W210er, lieber die Finger weglassen. Dieses Auto gibt es nur einen von 5 Sternen und ein nicht empfehlenswert.